Winfried Herrmann. Kilometer, 500 Höhenmeter. Eine Runde Heimatkunde. Winfried Herrmann hat eingeladen zu einer Befahrung des Flughafentunnels. Und wenn der Verkehrsminister von Baden-Württemberg ruft, dann folgen wir natürlich. Also nix wie hin nach Leinfelden, früh morgens mit der S-Bahn. Leider habe ich mich mit der Haltestelle vertan und ende in ungeeigneter Infrastruktur. Hilft nur die Rolltreppe. Aber das ist lange nicht so gefährlich wie der Flughafentunnel, durch den wir heute sollen. Den nutzt man als Radfahrer nicht freiwillig. Der ist nicht nur gefährlich, sondern auch demütigend und erniedrigend. Ja, da ist der ja schon da. Gebaut in den 60er Jahren, dient er nur der einstigen Krone der Mobilität, dem Auto. Aber bereits in den 80er Jahren empfahlen Gutachter, den Tunnel für den motorisierten Verkehr sofort zu sperren. Das war damals weder weitsichtig noch Zukunftsdeuterei. Es war wegen besonderer Gefahrenlage offensichtlich und sonnenklar. Heute müssen wir also durch diesen Tunnel. Viele Reden, Ankündigungen und Visionen. Und eben ein Eindruck vom Tunnel. Im Prüf, unter massivem Polizeischutz und auf der einseitig gesperrten Autospur. Das ist immer noch lebensgefährlich und kein Spaß. Auf dem einen Meter breiten Streifen seitlich, der allen Standards und Regelwerken widerspricht, hätten wir wohl den ganzen Tag gebraucht und viele hätten es gar nicht geschafft. Im weiteren Verlauf gibt es dann weitere Ankündigungen und bewegende Plädoyers. Die Landwirte demonstrieren. Sie brauchen den Tunnel unbedingt für ihre Erntemaschinen. Weil mit 5 Minuten Umweg über die Feldwege ist die Ernte natürlich längst vertrocknet. Gemeinderäte klammern sich geradezu verzweifelt an den Autoverkehr im Tunnel. Gefangen im Tunnelblick meinen sie erkannt zu haben, dass die Gemeinde sonst von der Außenwelt abgeschnitten wäre. Eine isolierte Insel, zum Verhungern verurteilt. Leinfelden Echterdingen wäre nur noch über unzumutbare Wege erreichbar und vom Aussterben bedroht.
Es ist bewegend. Wir Radfahrer sind tief beeindruckt und haben natürlich ein Herz für vom Aussterben bedrohte Autofahrer. Wir sehen die Verzweiflung, mit der man sich seit Jahrzehnten gegen die Ergebnisse von selbstbeauftragten Gutachten stemmt. Wir sind erstaunt von der Vehemenz, mit der sich die konservativen Gemeinderäte gegen jede Entwicklung wehren. Bewegen darf sich gar nichts, seit über 40 Jahren nicht. Und schon gar keine Radfahrer. Wo kämen wir dahin, wenn man entspannt mit dem Rad fahren könnte, statt krampfhaft im Stau vor sich hinzustinken? Da können die Verwaltungsgerichte beschließen, was sie wollen. Da kann die außerordentliche Gefahrenlage sich verschärfen, wie sie will. Da kann sich der Verkehr verdreifachen und die Autos so breit werden, wie sie wollen. In manchen Köpfen geht es nur im Stau vorwärts. Stattdessen machen wir uns lieber auf den Heimweg. Ganz entspannt über die Federn. Wir nehmen Abschied von der verlorenen Gemeinde. Und wir vergessen die ganzen Ankündigungen und Visionen. Wir vergessen die großspurigen Reden und die verzweifelten Appelle. Solange es in manchen Köpfen noch dunkler als im Tunnel ist, macht es keinen Sinn, weiter über eine Entwicklung des Radverkehrs nachzudenken. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme. Tschüss, bis zum nächsten Mal.